Die Fachzeitschrift Bustouristik Scherzer ist heute wieder in Berlin und wir treffen uns auch wieder mit Herrn Paul Lehrreder, im Tourismusausschuss Abgeordneter. Wir bedanken uns erstmal für Ihre Unterstützung und dass Sie uns auch hier wieder einen Termin geben konnten. Wie ist der aktuelle Stand? Das Konjunkturprogramm 2 ist in der Bustouristikbranche nicht wirklich gut oder nicht wirklich angekommen. Was kann man noch machen? Was wird noch erwartet? Gut, Herr Scherzer, schönen Dank, dass es abermals klappt. Ich hoffe, dass wir nicht noch öfter, noch viel öfter zusammen, wenn gleich immer ein nettes Zusammentreffen mit Ihnen ist, dass wir uns ehrlich und offen austauschen können. Ich bin um Ihre offenen Worte auch sehr dankbar. Ja, wir wissen, dass natürlich gerade die Reisebusbranche natürlich eben hier in den letzten Monaten viele Opfer gebracht hat, viele eben schon hier so ungedeckte Kosten angefallen sind, die bisher noch nicht berücksichtigt sind, in keinem Paket dabei sind, die auch eben über die Kreditprogramme natürlich eben nicht abgefedert werden können, weil das ja auch wieder zurückzuzahlen ist und ohne Geschäft natürlich eben hier diese laufenden Kosten quasi eben hier tödlich sein könnten, zurückzuzahlen. Deshalb hoffen wir, daran arbeiten wir die letzten Tage. Ich habe gestern Abend um 19:30 mit dem Verkehrsminister Andi Scheuer auch nochmal drüber gesprochen, dass wir für die letzten 3 Monate die Vorhaltekosten, die Buskosten eben hier mit dem vom Ministerium angedachten Betrag von 170 Millionen vielleicht auf den Weg bekommen können. Das neue Programm, das sogenannte Altmaier-Programm mit immerhin 25 Milliarden, das eben branchenübergreifend all die Branchen berücksichtigen soll, die ganz besonders lange und hart unter Corona leiden, mit Abfederung der Fixkosten, wird eben zunächst eben von 1. Juni bis 30. August eben auf den Weg gebracht. Da hoffe ich, dass wir eben auch das eine oder andere quasi für Sie mit den Fixkosten mit rein dazu packen können. Wie es danach ausschauen wird, wissen wir noch nicht. In manchen Bereichen läuft die Reisebranche schon allmählich an. Aber was der Kollege vorhin eben auch in dem Vorgespräch ausgeführt hat, im Herbst wird wahrscheinlich die Reisetätigkeit, die Reisebusunternehmen angewiesen sind, nicht so eben intensiv durchgeführt werden können, dass man die entgangenen Verluste jetzt eben komplett auffedern kann. Da werden wir nochmal erneut drüber nachdenken müssen. Heute sind ja 1000 Busse in Berlin und mehr wie beim letzten Mal. Und es hat jetzt geheißen, Herr Scheuer wird jetzt zur Demonstration auch noch eine Rede halten. Meinen Sie, dass er da schon eine Meldung zu den 170 Millionen dann machen wird? Ich hoffe, es ist für mich zumindest ein positives Zeichen. Wenn der Minister zur Demo kommt, dann wird er wahrscheinlich nicht nur kommen, um sich schimpfen zu lassen, sondern wird wahrscheinlich lieber kommen, um sich loben zu lassen. Ich kann nichts präjudizieren. Ich habe keine Glaskugel, wo ich reinschauen kann und weiß, was der Andi Scheuer nachher sagen wird. Aber ich hoffe, dass da was Positives für euch dabei ist. Das Konjunkturprogramm 2 ist jetzt auf 3 Monate ausgelegt. Viele Unternehmen haben jetzt schon gesagt, der Sommer ist da Haupteinnahmezeit und das ist im September vorbei. Es heißt auch in dem Papier von Herrn Altmaier, dass man das beobachtet und prüft. Kann man aus diesem Satz auch schon herausleiten, dass wenn das Konjunkturprogramm 2 jetzt nicht so greift und die Unternehmen ab September in Schwierigkeiten sind, dass es verlängert wird? Wenn wir darüber reden müssen, nachdenken müssen, was der Altmaier in dem Paket oder in dem Schreiben vom 11. Juni angedeutet hat. Natürlich, und das ist ja ausdrücklich die Reisebusbranche, die Reisebusunternehmen sind da eben expresses verbis eben in dem Anschreiben vom Altmaier angesprochen worden. Und ja, ähnlich wie natürlich die ganzen Schausteller, die jetzt durch das Verbot von Großfesten, von Volksfesten bis Ende August sicher die nächsten Monate noch überhaupt keinen Umsatz haben, wird man auch gucken müssen, wie schaut die Ertragslage aus, wie ist das Delta zwischen den Umsätzen quasi eben hier vorher und oder in einem normalen Krisenmonat oder in einem normalen Reisemonat und dann, da wird man drüber nachdenken müssen. Wir wollen möglichst kaum Unternehmen pleite gehen lassen. Ich bin jetzt vorsichtig, wie gesagt, weil dem Altmaier ist vorgeworfen worden, hätte ich gesagt, es darf kein Unternehmen pleite gehen. Es wird das eine oder andere Unternehmen sicher, das vielleicht vorher schon Schwierigkeiten gehabt hat, möglicherweise in Konkurs gehen. Das lässt sich sicher in manchen Bereichen nicht vermeiden, aber wir möchten gesunde Unternehmen, die vor Corona gut gewirtschaftet haben, auf jeden Fall retten. Das ist eine positive Antwort, die wir jetzt gerne so aufgenommen haben, auch an alle weitergeben. Wir gehen jetzt raus und schauen die 1000 Busse an, die jetzt vom Brandenburger Tor Aufmarsch begeben und hoffen auf eine positive Nachricht. Danke fürs Gespräch, Herr Lehrer. Ich hoffe, ja, ich freue mich auf die Rede vom Verkehrsminister. Danke. Hoffentlich kommt er unter den Gescheit. Ja.